Heute geht es mit einer neuen, viel zu coolen Folge SpongeBob Rehydrated. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Schlüssel bist. Und natürlich auch ein sehr, sehr cooles Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Wahnsinnsvideo mit einer saftigen Bewertung unterstützt haben. Leute! Ich finde nicht, dass SpongeBobs Unterwäsche richtig passt. Nö, tut sie auch nicht. Ihr könnt das Spiel immer noch für den PC einmal gewinnen. Und zwar müsst ihr dafür einfach nur einen Kommentar schreiben mit eurem Discord-Namen. Ganz, ganz easy. Weg mit dem Ding hier. Gehen wir erstmal hier drüben hin. Obwohl, müssen wir die Melone mitnehmen? Also ja, einfach einen Kommentar schreiben mit Discord-Namen und eine Bewertung reindrückeln. Und schon seid ihr mit am Start. Und ich glaube, in so 2 Tagen werde ich dann jemanden rausfischen. Und dann habe ich den letzten Code auch noch unter die Leute gebracht. So, hierhin, dahin. Flupp. Ja, und jetzt... hierhin, hierhin, hier, hier und rüber mit uns und ran das Ding. Na also, geht doch. Schnell! Oh, das explodiert. Okay, hier ist der Weg schon mal blau. Dann, oh Mann, ich glaube, es wird richtig anstrengend. Obwohl, doch. Ist nicht so angenehm, wie man denken mag, aber es geht. Aber es geht. Wenn ich dieses Ding jetzt nach da drüben werfe... fliegt sie einfach nach unten und ist weg. Na gut, schade. Und wir müssen ein bisschen warten, bis eine neue Melone kommt. Patrick, schnapp dir die Melone, mein Freund. Oi. Alter. Okay, das kam eben gerade ziemlich unerwartet. Ey, wie soll ich das? Das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Okay, die anderen beiden Schalter sind immer noch aktiv. Sehr gut, wenigstens das. Aber trotzdem. Ich bin so nah dran, das Ding trifft mich ja immer. Also nochmal hier hin. Achtung. Jetzt gehe ich hier hin. Und es geht doch. Ich habe gelernt, dass es doch irgendwie geht. Ey, yo. Ich will was Goldenes, Kumpel. Ihr habt es geschafft. Jetzt kann ich etwas schlafen. Und ich habe ihn. Oh Junge, Junge, Junge! Oh Junge, Junge, Junge! Ich habe ihn endlich, den güldenen Bratwender. Okay, wohin nun? Checkpoint hier drüben. Waren wir schon hier? Hier muss ich bowlen, wenn ich hier weiterkommen will. Wir gehen mal hier hin. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Bams, Bams, Bams und Bams. Wie sieht denn eigentlich allgemein die Lage aus? Also... wir bekommen noch einen von Thaddäus. Hier ist einer unbekannt. Und dann fehlen 3 hinten noch. Wie viele davon muss ich denn tragen? Okay, ich muss anscheinend SpongeBob sein. Ohne SpongeBob geht's hier nämlich nicht weiter. Diese kleinen Elektrodinger hier sind dazu da, um uns ordentlich zu nerven. So, dann shooten wir erstmal hier dagegen. Alle Neune! Alle Neune! Und gehen mal hier drüben hin und schauen mal, was hier so abgeht. Och nein, nein. Autsch. Oh. Und ich fall nach unten. Und ich lande natürlich hier. Okay, Konzentration, wir kriegen das hin. Das Problem ist, wenn ihr jetzt wieder hier vorne schießt... warte mal, ich bleib mal hier stehen. Und jetzt habe ich ihn. Und ganz schnell die Maschine hier zerstören, sonst haben wir nämlich direkt wieder einen an den Backen. Warte mal. Hier kann Spongy hoch. Ja, aber es kann ja nicht alles gewesen sein, oder? Es glänzt. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Wir haben hier noch eine Unterhose. Aber hier geht's nicht weiter. Echt jetzt? Auf wen kann ich denn hier wechseln? Wahrscheinlich nur auf Patrick. Und ich glaube, Patrick kann hier auch nichts wirklich machen. Hm. Übersehen wir irgendwas Wichtiges? Vorsicht, Spongy. Warte mal, diese Dinger hier, die sehen so aus, als könnte man die irgendwie rausfahren. Drum ist aber nur eine Unterhose. Okay, wir gehen nochmal hier drüben hin. Und schauen mal, wie es auf der anderen Seite weitergeht. Weil hier brauchen wir auch unseren Freund SpongeBob.
Bowling. Strike. Alles klar, hier hin. Und ich habe eine Plattform geholt, die mich hier nach oben bringt. Nein. Vergiss es, Bro. Vergiss es. Ah, und jetzt kommen die raus. Ich hab's doch gewusst, die sehen so aus, als könnten die irgendwie hier noch rauskommen. Ey, ey, Kollege. Okay, ich hab nur eine Hälfte. Wir müssen den hier bezwingen. Easy. Gar kein Problem für uns. Okay, wo muss der Schuss denn hin? Hier bewegt sich wirklich gar nichts. Vielleicht mal hier hin? Huh. Okay. Es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach... Blockiert sich hier irgendwas? Sick. Jetzt geht's. Alter, das musst du auch ab und zu rausfinden, ne? Oh nein, 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 beeil dich. Dude. Vorsicht. So. Nächste Seite hätten wir. Kann ich hier die Rutsche nehmen? Wahrscheinlich nicht, oder? Doch, die geht. Geschenke öffnen. Geil, Mann. Ist klasse. Autsch. Autsch. Hey. Egal, hier drüben ist Heilung. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Noch eine Socke mitgenommen. Patrick sollte mal wieder waschen. Sollte er unbedingt. Die Dinger stinken ganz schön fies. Okay, die bleiben also schon mal oben. Und wir schwabbeln hier links, rechts rüber. Und dann bin ich auch schon am Start und bekomme hier einen goldenen. Eiskalt nehme Damit ich hier einen goldenen mit. Damit ich wieder die Kontrolle über das Sicherheitssystem bekomme, musst du alle Überbrückungsschalter drücken, die überall in der Heldenhöhle verteilt sind. Der erste ist gleich hier. Die Schalter drücken. Verstanden. Wenn du sie alle gedrückt hast, musst du hierhin zurückkommen und den Hauptabschaltknopf drücken. Dann bekommst du eine Belohnung. Hierhin zurückkommen. Alles klar. Hörst du mir überhaupt zu? Zuhören. Alles klar. Oh Mann, das ist ja die Stimme von Sandy. Alle Neune! Das ist ja die Stimme von Sandy. Total merkwürdig, oder? Warte mal. Was haben wir denn hier? Irgendein Blubberrohr? Und hier drüben? Okay. Aha, 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 aha. Wir brauchen also erstmal hier die Schalterlies. Aber hier, glaube ich, können wir noch in ein weiteres Gebiet hinein dippeln. Gary! Wie ich sehe, bist du in die tiefsten Tiefen der Heldenhöhle vorgedrungen. Miau. Ach, du hast den Aufzug genommen. Tja, wie komme ich in diesem Raum nach oben? Miau. Du hast recht. Ich wette, diese Tunnel führen mich nach oben. Gute Idee, Gary. Gary ist kein Larry. Der kennt immer die besten Tricks und weiß immer den Weg. Und SpongeBob kann fließend schneckisch. Achtung und Wams. So wird gespielt, Freunde. Genau so wird gespielt. Die Animation und so, einfach genial. Dieses Spiel ist wirklich richtig cool. Also ich finde es super. Ich habe super Fun damit. Und einmal rüber mit uns. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Zu hübsch. Ich halte es nicht aus. Autsch. Könnte man die auch mit Bowling bezwingen? Achtung. Oi. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Simon Says. Ach nee. Ach nee. Das war eben gerade super knapp. Achtung. Ein bisschen wubbelig. Wuppelhuppel. Nimm das. Okay. Ach nee. Hier geht's ja nur runter. Jetzt kann ich den ganzen Weg nochmal gehen. Nicht gut, Leute, nicht gut. Ich dachte, das wäre irgendwas, wo man noch Dinge finden kann, aber nein. Naja, noch ein bisschen Bonus mitnehmen. Kleines bisschen Bonus. Ist immer drin.
Also wie gesagt, für 30 Euro, ey, das ist ein richtig gutes Spiel. Und es ist auch relativ umfangreich für ein SpongeBob-Game. Ich bin mega zufrieden damit. Okay, hier muss ich rüber. Ich glaube, er braucht keine helfende Hand. Nee, braucht er nicht, denn er hat ganz viele Hände. Spongy. Och nein, da drüben ist der Soßenmann. Autsch! Wow, 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 wow. Ich muss ganz schnell rüber. Ich fühle mich wie ein Soßenmann. Schwamm. Nein! Wir ignorieren den Soßenmann. Ich habe sehr wenig Leben. Weil ich hier gerade ein bisschen zu gierig unterwegs bin. Ausgerechnet jetzt so einer, ne? Okay, Checkpoint. Und noch eine frische Unterhose. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Frühlingsfrisch. Autsch. Nicht gut. Ey, hier die Gegner noch besiegen. Das ist nicht so easy. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ah, Mr. Cowboy. Der verzieht sich ja gar nicht. Autsch. Bin ich gar nicht gewöhnt. Und da haben wir ihn. Wäre cool, wenn ich ihn irgendwie hätte sprengen können. Alter, noch ein goldener Pfannenwender? Direkt. Erstmal den hier mitnehmen. Ich gehe hier auf Nummer sicher. 36 Stück besitzen wir. So, jetzt nochmal hier hin. 3 von 4. Einer fehlt noch. Und wir haben hier so ein richtig merkwürdiges System. Was wieder Geld kostet. Pay to win. Pay to win, Freunde. Warte mal. Achtung. Achtung. Boah, hier muss man den Boogie machen. Den Höllenboogie. Nein, nein. Und ich lande ganz hier unten. Alter, ist das mies. Kann ich wenigstens die Schachtel verwenden, Gary? Ohne Kack. War da oben nicht eine Schachtel? Boah, das ist fies. Oh nein, ich muss den ganzen Weg jetzt nochmal da durchgehen. Ich hoffe, dafür bekomme ich wenigstens einen güldenen. Den Point nehme ich noch mit. Okay, wir flitzen schnell durch. Ich habe nur noch ein Leben. Das ist super. Und auf dem Weg sind keine mehr. Hierhin und rüber mit uns. Sah irgendwie knapp aus, war es aber nicht. Geil, frisch Unterhose. Wie eine Frühlingsbrise. Okay, einmal hier durch. Guck mal hier hin. Der Soßenmann. Tatarsoße. Tatarsoße. Oh, Beeilung. Jouch. Er trifft mich natürlich trotzdem. Ich will das Rätsel des güldenen Wenders auf jeden Fall lüften. Ich habe dafür Münzen ausgegeben. Oder glänzende Dinge oder whatever. Ouch. Nein! Oh. Das letzte Feld wurde gerade rot. Ach, Gott sei Dank gibt es hier Checkpoints. Autsch! Ey, kommt schon. Hast dir keine Ruhe vor den Jungs, ne? Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. So, dich nochmal bezwingen. Autsch! Explodier doch! Katsching! So. Die Schachtel ist aktiv. Jetzt kann es nicht mehr so schlimm werden, wenn ich runterfallen sollte. So, Achtung, Schwebedinger. Die super fies sind und mich hier wieder treffen. Komm schon. Autsch. Ey, das ist echt richtig mies. Das ist wirklich brutal mies. Diese eine Stelle mit den Förderbändern.
Aber ich will das hinbekommen. Und ich werde das hinbekommen. Boah, ich habe schon wieder keine Lebensenergie. So, Achtung. Jetzt. Kann man über die nicht drüber springen? Doch, es geht. Alter. Jetzt macht der hier noch einen Boogie. Ohne Witz. Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Alles nur wegen einer Socke. Derbe. Man schwitzt sehr hart für eine Socke hier. Alter, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ich habe die Level gar nicht so riesig in Erinnerung. Man nennt mich auch Schwamminator. Aber die Dinger sind echt unglaublich umfangreich. Okay, ich habe irgendwas da hinten bewirkt. Mr. Krebse. 4 von 4. Hör mal, Junge. Unter diesem Glas befindet sich Gold. Gold, sage ich. Meine Augen werden schon feucht, wenn ich es nur ansehe. Du musst lediglich diesen riesengroßen Ball in diese Tasse befördern. Wie bringe ich den Ball denn ins Rollen, Mr. Krabs? Du musst zuerst auf dieser Rampe Blasenbowling einsetzen, um den Schalter zu treffen. Viel Glück, SpongeBob. Mein Geldbeutel zählt auf dich. Boah, ich glaube, das wird richtig schwierig. Kann das sein? Also wir müssen jetzt hier einmal den Ball durch diesen riesigen Flipperautomaten leiten. Ja, komm schon, der rollt jetzt hier. Oh, schnell. Wow, wow, das war schon beinahe wieder zu knapp. Schnell hier drüben hin, Spongy. Oh, nein, 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 nein. Oh, ich glaube, ich muss schneller sein. Okay, er rollt noch rein, sehr gut. Was ist mit dem hier? Den hauen wir mal weg. Und Ball. Boah, da oben ist die Maschine. Jetzt rollt er hier rum, hier durch, hier eine Schlaufe und dann irgendwie da unten hin. Okay, easy, easy, easy. Easy peasy, easy going. Und dann müssen wir hier auf die Plattform da oben. Okay, das sollte vom Timing her gut funktionieren. Geh weg. Geh weg. Ich habe doch keine Zeit für so einen Blödsinn. Okay, das Ding ist schon wieder unterwegs und wir müssen jetzt hier rumstehen. Ja, sehr gut. Alter, was geht hier? Was geht hier? What? No, 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 nicht, nicht. Oh, ich fall nach unten. Und wo ist mein Ball? Ist er durch? Boah, ist das mies. Ich glaube, der Ball ist weg. Okay, warte mal. Hier musste er erstmal ein Gefühl für bekommen. Also er geht hier drauf. Ey, das wird ja so ätzend. Dann geht er hier unten rein, schießt irgendwie nach oben. Landet hier. Okay, Leute. Das wird Hardcore. Das wird wirklich Hardcore. Das ist ein echt schwieriges Ding, um hier so einen Pfannenwender zu bekommen. Bisschen alle Geduld. Neune. Ja, der ist schnell genug. Hierhin und Vorsicht. Wenn ich runterfalle, ist nämlich auch alles Game Over hier. Okay, das Ding fliegt wieder hier rüber. Eigentlich, das hier geht. Schwierig wird nur dieses komische, am Ende, dieses komische kleine Ballspiel. Das wird halt schwierig. So, lass ihn rollen, Baby, lass ihn rollen. Lass ihn rollen, lass ihn rollen, lass ihn rollen. Er rollt hier rüber. Und jetzt. Jetzt ist gut, jetzt ist gut, jetzt ist gut. Er geht hier rein, ignoriert den Kollegen hier. Und wir stehen safe. Was hat das Ding hier vorne eigentlich für eine Funk... Nein! Nein! Oh!
Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Ich dachte, der wäre drüben. Weg. Weg. Was bringt das? Es geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Das riecht nach Sieg. Alter, nein, 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 nein. Okay. Nicht dahin. Nicht, nicht. Ja. Geh rein. Geh doch rein. Okay, Beeilung, 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 Beeilung. Oh, bitte, 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 bitte. Wow. Das ist so ein bisschen gewesen wie Fang die Maus. Wir haben ihn. Mr. Krabs, wir sind ultra gut. Gut gemacht, SpongeBob. Wie wäre es dann jetzt, wenn du dem alten Mr. Krabs dieses glänzende Gold gibst? Ich werde dich auch befördern. Mich befördern? Sicher? Ich werde deine Pause um ganze 10 Sekunden verlängern. Wow! Eine 20 Sekunden Pause! Soll ich es wagen? Tut mir leid, Mr. Krabs. So verlockend das auch klingt, ich kann es Ihnen nicht geben. Ich brauche alle goldenen Pfannenwender, die ich bekommen kann. Ich verstehe, Minion. Dann ziehe ich stattdessen einfach 30 Sekunden von deiner Pause ab. Wow! Dann habe ich eine 20-Minus-Sekunden Pause. Danke, Mr. Krabs. Oh, SpongeBob. Wie bezahlst du bitte schön deine Rechnung? Dein Essen? Dein Brot aus der Dose? Wie funktioniert das, SpongeBob? Würde ich echt gerne wissen. Und können wir das auch? So, haben wir nicht alle jetzt? Haben wir nicht alle? Dreck! Moment, wir gehen mal hier hin. Flupp. Pompe? SpongeBob, wie komme ich hier raus? Naja, das hängt davon ab. Möchtest du mit oder ohne Falle raus? Ohne, bitte. Dann dort entlang. Oder war es dort lang? Okay, wir sind noch nicht durch, Leute. Aber ich dachte, wir hätten alle. Moment, wir schauen hier mal rein. 4 von 4. Damit haben wir alle. Aber warum ist die Klappe hier drüben noch nicht offen? Sollte die nicht aufgehen? Oder müssen wir hier noch was drücken? Ich habe wieder die Kontrolle über das Sicherheitssystem. Hier ist die versprochene Belohnung. Du hast alle Sicherheitsüberbrückungsschalter gedrückt. Drücke jetzt den Hauptabschaltknopf. Alles klar, Sandy. Es fehlt nicht mehr viel. So, und jetzt habe ich das Ding hier und jetzt kann ich hier drüben hin. Aber bevor wir da hingehen, schauen wir erstmal hier hin. Also, uns fehlt nur noch einer. Wow, so gut sind wir schon wieder dabei. Ah, der klamouröse Weg nach draußen. Wir dürfen zu Recht stolz auf uns sein. Das Sicherheitssystem wurde abgeschaltet und unsere Vorsorgeuntersuchung verlief bestens. Ein Hurra auf die Gerechtigkeit und ihren mehrfach großartigen Ruhm! Ja, Gerechtigkeitsjunge, du hast auch die Stromversorgung des BIG der Heldenhöhle gekappt. Das Bösewicht-Isolationsgebiet. Ist das schlecht? Riecht Meerjungfrau Mann nach saurer Milch? Ja, ja, das tue ich! Oh nein, einer der Bösewichte ist wohl ausgebrochen. Wie bitte? Ein Bösewicht läuft frei herum? Wer denn? Mantarochen? Die Atomflunder? Die Drecksackblase? Nein, noch schlimmer! Dein Erzfeind, Killergarnele! Killergarnele! Habt ihr gerufen? Och, ich dachte, hier stünden Superhelden vor mir. Aber die sind offenbar nur ein paar knorrige Stücke Treibholz. Ah, Killergarnele! Ich werde dir niemals vergeben, du Irrer! Was hat er getan? Das Schlimmste überhaupt. Er hat Meerjungfrau Manns weiße Klamotten in die Waschmaschine gesteckt mit einer roten Socke. Alles, was ich hatte, war danach rosa! Rosa! Wie schrecklich!
Ich fand aber, dass Rosa dir sehr gut stand. Wirklich? Sicher. Wie Albert. Geld. Was ist das für ein gelbes Ding? Eine Art Schimmel? Ich bin kein Schimmel, ich bin ein Schwamm. Der Unterschied liegt im Zellaufbau. Ja, im Zellaufbau! Ja, ja, danke für die Lektion, Dr. Wissenschaftler. Wir sehen uns später, Rosi. Bei den sieben Weltmeeren! Du! Ich werde erst ruhen, wenn du in Gefangenschaft bist. Aber zuerst verwandle ich mich aus meiner Geheimidentität in den Meerjungfrau-Mann. Du hast doch gar keine Geheimidentität, du alter Sack. Vielleicht übernimmst du Killergarnele und ich das hier. Ich werde dich rächen, Meerjungfrau-Mann. Alter, diese Cutscenes, ne? Autsch! Autsch! Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Okay, warte mal. Autsch! Autsch! Wow, 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 wow. Ich kann auf das Feld überhaupt gar nicht. Jetzt kann ich ran und... Autsch! Ach, ich muss mit Bowling wahrscheinlich ran. Alles klar, wir müssen ihn wahrscheinlich wegbowlen. Hab verstanden. Garnelenjunge. So, wir können hier nicht aufs Feld, weil das viel zu heftig ist. Renn, 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 Spongy. Mantarochen wäre mir lieber gewesen. Der mag nämlich coole Schecks mit Pudeln. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Bam. Wow. Ach, das ist so dreckig. Der Roboter spawnt, schlägt einmal zu. Ich bin erledigt. Okay, wir können einfach nur hier chillen und springen. Aus irgendeinem Grund geht das nämlich deutlich schneller. So, schick mir deine Robos. Die hauen wir nämlich so weg. Runterfallen, der wahre Feind. Hier. Das sind Töne des Bösen. Nimm das! Es ist so ätzend, wenn du direkt im Spawn von den Viechern hier landest. Komm, mach Schluss. Und. Yes! Nein, nein, nicht schon wieder. Das ist unfair. Davon habe ich einen Eishausenreißer. Ist dies das Ende von Killer Garnele? Killer Garnele ist wieder sicher eingesperrt. Dank dir, Frankie. Ich heiße SpongeBob. Hier, das habe ich in meiner Sockenschublade gefunden. Gleich neben einem Paar rosa Socken. Es ist noch ein goldener Pfannenwender. Danke, Meerjungfrau Mann. Ich werde mein Leben immer nach deinem glänzenden Vorbild führen. Gütig und freundlich. Bist du immer noch hier? Ich gehe ja schon. Ich bin irgendwie nicht erwünscht. Nix wie raus hier. So, jetzt fehlt doch eigentlich nur noch einen, den ich retten muss. Und zwar Thaddäus, oder? Wartet. Wartet. Flupp. SpongeBob, wie komme ich hier raus? Naja, oder war. Okay, Thaddäus wird hier wahrscheinlich sterben. Wahrscheinlich wird Thaddäus hier sterben. Gut, Freunde, wir sehen uns wieder. In der nächsten Folge, lasst eine Bewertung da. Denkt an das magische Gewinnspiel. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!